Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir sind hier in Goliath, wir suchen hier nach Audioaufzeichnungen und ich glaube da vorne dürfte schon das nächste sein. Vielleicht hier? Hocker, Lagerfeuer? Vielleicht doch im Haus? Schauen wir uns mal im Haus um. Lalila. Hoffentlich fällt es nicht unter Diebstahl. Doch. Ich speichere mal ganz kurz. Auf einen neuen Spielestand. Wo ist er denn? Da. Ja, bitte. So. Gut. Dann gucken wir mal. Läuft das Ding? Irgendwie kapiere ich das noch nicht so ganz. Vorsicht, die Leute hier mögen keinen technischen Kram. Schon gut, also fassen wir mal zusammen. Chet war hier und wollte sich den Berserkern anschließen. Richtig? Richtig. Aber er hat wie immer auf dicke Hose gemacht. Auch richtig. Tja, und dann hat er volles Pfund aufs Maul bekommen und wurde aus der Stadt geschmissen. Exakt. Wo sollen wir ihn jetzt suchen? Der Wüste. Wenn die Berserker ihn nicht nehmen wollten, denkt er vielleicht, er kommt bei den Outlaws unter. Gut. Bezahlen wir den Wirt und hauen ab. Okay. So, gleich haben wir's. Sehr gut, wir haben alles ausgeräumt. So, fein. Gut, das heißt, der nächste Punkt und das gleichzeitig auch der letzte sind dann die Outlaws. Okay. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders rum. Bin schon fort. Und tschüss. So, dann hätten wir das auch schon beisammen. La da 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 da. Und das wären dann wieder neue Erfahrungspunkte für uns. So, ein Stückchen da lang. Tap 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 tap. Hoi, Rika. Tap 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 tap. Hui. Hui, es leckt. Weil es gerade laden tut. So, alles gut gegangen. Jetzt hatte ich schon Angst, dass ich unten auf dem Boden aufklatsche. Das wäre nicht so schön gewesen. So, für euch schon, aber für mich nicht. So, dann hier drin. Ich höre ja so einiges. Echt jetzt? Okay. Das ist schon für dich. Wir speichern mal kurz, weil hier steht gerade nicht geschrieben, dass man was mitnimmt. Also, dass man was mitnehmen dürfen, aber nicht verboten. Da bin ich immer jetzt ein bisschen vorsichtig. Vielleicht hat man da was vergessen. Gut, was funktioniert. Was wird das denn? Siehst du, was wird das denn, hat sie gesagt. Jetzt ist das schon eine Frage, ob das wirklich alles gut ist, dass ich das nehme. Und ob das da nicht vielleicht eventuell doch als Diebstahl gilt. Aber derweil scheint es okay zu sein. Die Chloe sitzt dafür im Thron. Jawohl. Gut erhaltene Konservendose. Jo, bitte. Apfel nehmen wir auch mit. Der hat nur ein bisschen Schimmel drauf und ist nur ein bisschen faul. Mächtiger Heiltrank. Aha, der könnte jetzt aber auch unten sein. Okay. Na, der ist was oben. Was sollte das denn? Nix, nix, ich schau nur. Was wird das denn? Nix, ich schau nur. Das sollte hier irgendwo sein. Vielleicht hinterm Sofa? Ah, hier, Bohnenliebe. Hör auf damit. Ja. Chat war vor einer Woche ich hier, will damit nichts zu tun haben. Hast du auch erfahren, wieso? Du weißt doch, dass er Angst vor Frauen hat, oder? Ja, aber das ist doch kein Grund, die Beine in die Hand zu nehmen. Das nicht. Aber man hat ihn dabei erwischt, wie er an der Unterwäsche der Prostituierten geschnüffelt hat. Was zum Teufel stimmt mit dem Kerl nicht? Keine Ahnung, aber wir müssen ihn finden, bevor er noch sein eigenes Grab schaufelt. Versuchen wir es also bei den Klerikern. Eine andere Möglichkeit bleibt uns nicht. Tja, schön. Und jetzt da haben wir alle beisammen. Und was machen wir jetzt? Finger weg. Das war's? Das war's scheinbar. Okay. Oder wir müssen zurück zu den Klerikern.
Aber questbedingt scheint es in Ordnung. Scheint es schon erledigt zu sein. Scheint erledigt zu sein. Ja, gut. Mir raus. Neue Quest. Also, Bis später. Glaubensfrage. Wolf im Schafspelz. Okay. Dann probieren wir das hier nochmal. Also nochmal zurück zum Hort. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts Schlimmes. Ist eigentlich wurscht, ob man da oder dort. Warte. Jawohl, machen wir so. So, warten wir uns nochmal. Hoffentlich geht die Quest jetzt gut aus. Wahrscheinlich ist sie jetzt fehlgeschlagen. Befürchte ich. Tap, 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 tap. Weil mit ein bisschen Glück können beide abhauen. Okay, da kriegen wir noch schon keinen Anschiss momentan. So, dann hier durch. Hier durch, hoppala. Tap, 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 tap. Ich glaube hier durch. Und hier rauf. Und darüber. Und da sind sie halt. Weißt du, wer ich bin? Warte. Ja, ich bin derjenige. So, ich wollte nur speichern, weil da geht sicher was in die Hose bei mir. Wie immer. Moment. So. Du bist doch. Genau. Der Typ, für den du nur Verachtung übrig hattest. Aber ich habe eine Überraschung für dich und den Rest der Bande hier. Jetzt, wo ich frei bin, kann ich es kaum erwarten, sie dir zu präsentieren, du Scheißkerl. Du entkommst mit. Okay. Ja, Alice Waffe haben wir gekriegt. Super. Für später vielleicht. Ich glaube, das war nicht so richtig, oder? Hätte man warten sollen, bis die Maschine weg ist? Wäre das dann besser ausgegangen? Sollte man nochmal laden? Also bringt es jetzt eigentlich nichts, ne? Weil es ist eigentlich eh schon, sag ich mal, zu spät, ne? Aber wir hätten vielleicht die Chance gehabt, dass er sich uns anschließt als Gefährte, aber glaub nicht, ne? Das wäre eine unter Gefährten-Quest gewesen. Einmal aufräumen in Gang 4, bitte. Wir haben nichts gesehen. Okay, nächstes. Nächste Quest. So. So schnell kann es gehen. Stimmt, da können wir weitermachen. Gefährten sehe ich gerade, ne? Köpfe müssen rollen. Das hat man eigentlich machen wollen, ne? Da bin ich kläglich gescheitert. Da bin ich zu schwach dafür, glaube ich. Wir könnten uns aber probieren hier mit Ray, ne? Und so. Können wir das probieren, oder? So. Dann. Wo müssen wir denn da hin? Irgendwo darunter. Aha. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir es einfach mal. So. Da gibt es ja einige Steckbriefe, ne, für Ray. Achso, das hatten wir doch schon mal, oder? Irgendwie ging es da nicht wirklich weiter. Schönen Tag. Habe ich die Quest kaputt gemacht? Tja, das wäre ungut. Für eine Hand versplittert. Der Outlaw Ray wird von Kommen. Ah, wer mal. Ray will von einem des Forts auf mich. Namens Ray, der sich im Voraufhält und einen Steckbrief haben soll. Ray will sich bei mir melden, sobald mir etwas Neues dazu einfällt. Okay.
Wir haben jetzt 2000 Elixier. Da fällt mir gerade ein, da drüben stand ja so ein Kerl, ne? Ach, wo mussten wir denn da uns hinporten? Warte mal ganz kurz. Wie ging das denn? War das nicht da oben, da bei der Brücke hier? Wo einer stand mit einem Steckbrief? Probieren wir es mal. Ich glaube, ich meine mich da dunkel erinnern zu können. Der hat, glaube ich, 1000 Elixit haben wollen. Wir haben 2000. Was sollen wir machen? Ich meine, der war da drüben. Werden wir gleich sehen. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Ah, da haben wir einen Beißer. Den machen wir gleich platt. Na, rief ich auch was? Ich glaube schon. Au! So, passt. Es lädt gerade ein bisschen. Wundert euch nicht, die Geräusche kommen gleich. Naja, da geht's schon. Naja, da geht's schon. So, also Spielstand speichern. So, nochmal. So, zack, zack. Dann holen wir uns den Steckbrief von dem Kerl. Das Gespräch hatten wir schon mal. Ich glaube, das werde ich überspringen und ihm einfach das Geld geben. Ey, warte mal. Ja? Ich suche einen Kerl. Ja, ja, das wissen wir schon. Kerl namens Ray, bla bla. Da ist Ray, da ist er schon. Und bla bla bla, genau. Und dann, man munkelt, Steckbrief von Ray, bla 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 bla. Ich kaufe ihn dir ab, gib ihn mir, ich verlasse und ich lasse dich am Leben. Nehmen wir das. Also. La la la. 1000 Elixit. Da. Okay. Halsabschneider. Wie hast du deine 1000 Elixit? Tja, der Kerl ist dir echt die Sache wert, was? Na schön, ganz wie du willst. Hier hast du den Steckbrief. Und jetzt hau ab, ich hab zu tun. Passt. Sorry, den nächsten Hammer. Dein Kumpel Bombay war eine harte Nuss. Dein Kumpel Bombi war eine harte Nuss. Schön, dass du ihn mal kennengelernt hast, aber noch schöner, dass er jetzt keinen meiner Steckbriefe mehr hat. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Was ist mit deinem alten Boss? Hast du eine Ahnung, wo sich Jackson herumtreibt? Was ist mit deinem alten Boss? Hast du eine Ahnung, wo sich Jackson herumtreibt? Er ist ein Hauptmann von einer großen Truppe Banditen. Sie morden und brandschatzen, was das Zeug hält. Du musst es ja wissen. Ja, aber er wechselt immer seinen Standort und ist dadurch schwer zu fassen. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er sich im Osten von Abessa in der Nähe des Staudamms versteckt halten soll. Da ist nicht mehr viel zu holen. Ja, aber vielleicht ein schöner Steckbrief mit meinem Namen drauf. Es wird Zeit, Jackson einen Besuch abzustatten. Warte mal ganz kurz. Warte mal, speichern bitte. So. Dann können wir uns gleich das anschauen. Vielleicht können wir es ja schon schaffen. Ansonsten müssen wir uns was anderes überlegen. Also, gehen wir's an. Es wird Zeit, Jackson einen Besuch abzustatten. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Wenn Jackson uns erst einmal in die Finger kriegt, dann... Stell dich nicht so an. Du musst ja nicht alleine zu ihm gehen. Ah, in Ordnung. Aber stell dich auf eine fette Schlacht ein. Der Kerl ist echt gefährlich. Mann, da ist er tatsächlich. Ich hab echt keine Ahnung, warum ich mich auf die Scheiße hier einlasse. Du kannst ja hier bleiben. Ich werde mit Jackson reden. Andererseits, eigentlich würde ich lieber seine blöde Visage sehen, wenn er mich sieht. Jacksons Rattenloch ist direkt vor uns. Lass uns hingehen. Entzückend. Ja, entzückend. Schluck. Echt. Aha, da vorne steht, glaube ich, schon jemand irgendwo. Aha, da müssen wir rein. Na, großartig. Okay, wir machen hier einen Reservespielstand. Und zwar nehme ich mal kurz den Achter dafür her. So. Und hoffe das Beste. Na, die Hirn? Ah, ein neues Gesicht. Komm an unser Feuer für ein kleines Pläuschen. Ihr baut hier Rohstoffe ab. Im weitesten Sinne könnte man es so bezeichnen, mein Freund. Im weitesten Sinne.
Du hast dir das Sagen? Mein bescheidener Beitrag zu unseren Unternehmungen hier ist vielschichtig. Suchst du etwas Bestimmtes? Ha, was ist das denn? Der verlorene Sohn ist zurückgekehrt? Junge, Junge, du hast ganz schön Mut, hier einfach so aufzukreuzen, obwohl du genau weißt, was jetzt passiert. Ich schätze, ich hatte Heimweh. Deine große Schnauze werde ich dir gleich stopfen, du Mistkerl. Moment, können wir nicht erst einmal... Tja, mein Freund, ich fürchte, aus der Sache, in die dich Raider reingeritten hat, kommst du jetzt nicht mehr raus. Oh, oh. Jetzt bist du dran. Naja, hat geklappt. Wow, muss mal kurz hier weg. Wenn wir richtiges Glück haben. Können wir das vielleicht sogar schaffen? Wenn wir richtiges Glück haben. Muss mal kurz hier weg. Vielleicht sollten wir jetzt erstmal die Kleinen ausschalten. Also die schwächeren Leute. So, mit ein bisschen Glück schaffen wir den schon mal. Der ist auch weg, passt. Jetzt muss ich mal weg hier. Der ist auch erledigt. Hui! So, und jetzt da bleibt nur noch er. Oh, wir sind schon fertig. Oh, ha, ich dachte, ich werde gerade verfolgt. Entschuldigung. So, ist da jetzt nicht jemand verreckt da drin im Wasser? Na, ne? Hier ist einer. Ein Halunke. Noch ein Halunke. Dann Jackson. Und noch ein Halunke. Ich glaube, zu viert waren sie, ne? Puh, das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Anleitung. Nehmen wir gerne mit. Kleiner Heiltrank. Puh, sorry, ne? Jackson hätte dich wohl zu gerne am Galgen baumeln sehen. Jackson hätte dich wohl zu gerne am Galgen baumeln sehen. Hast du seinen Steckbrief? Sehr gut. Der Mistkerl hat mir echt große Bauchschmerzen bereitet. Das kann ich dir sagen. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Dein alter Boss hätten wir damit abgehakt. Deinen alten Boss hätten wir damit abgehakt. Trotzdem wissen wir immer noch nicht, wer der eigentliche Drahtzieher hinter den Steckbriefen ist. Weißt du, wenn es Jackson nicht selbst war, dann habe ich so einen Verdacht. Ich muss dann nochmal etwas nachprüfen. Ich sag Bescheid, wenn ich etwas Neues habe, okay? Na toll. Ich brauch dich nicht mehr. Schleich dich. Na, Spaß. Interessant. Okay. Ich würde sagen, schau mal, ob wir was kochen können, oder? Apfelschnaps. Was kann der denn? Gesundheit 100, Regenerationsdauer 20 Sekunden, starker Schnaps mit Apfelstückchen. Das hört sich gut an. Kühlende Brotsuppe. Wasser, Feuerkraut und Brot. Resistenz gegen Feuer, Effekt dauert 60 Sekunden. Das hört sich auch nicht so schlecht an. Und wärmende Suppe. Resistenz Frost, Effektdauer. Ja, okay, okay. Ich würde sagen, da machen wir mal zwei. Kühlende Brotsuppe machen wir auch zwei. Vom Schnapsel machen wir auch zwei. Wow, ich glaube... Angriffsstärke plus 10 Steak-Teller. Machen wir 5 für. Das können wir machen. Ich glaube, so können wir es mal lassen, oder? Jo. Ich glaube, so geht's. Ah, jetzt wird es auch wieder dunkel. Okay. Gut. Ray's Steckbriefchen. Spielstand speichern. Da haben wir. Hoppala, warte. Auf den Steamer. So. Das hat. Es ist ja gut. Also hat gut geklappt, finde ich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die 4 schon so gut down kriegen. Wie schaut es jetzt eigentlich erfahrungstechnisch aus? Um Gottes Willen, da brauchen wir schon noch ewig. Ja. Tja. Mit 35 Konstitution konnten wir, glaube ich, dann schon was, ne? Dann würde ich es vielleicht so aufteilen probieren. Da konnte man irgendwas lernen, das weiß ich noch. Ich mache es einfach mal so. Übernehmen. Wir müssen sowieso lernen, dass die Sau graust. Also lernen, lernen, lernen. Ich mache es mal so, jetzt sind wir wieder ein bisschen stärker. Und da haben wir auch schon was. Ich glaube, da konnte ich was lernen.
Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Wir haben eh keinen Lernpunkt, aber für später halt. So. Dann haben wir das auch geschafft. Was machen wir als nächstes? Einmal den Part beenden wäre nicht schlecht, ne? Missionstechnisch. Ja. Können wir theoretisch die Mutprobe probieren? Oder wir machen hier mit Eva weiter. Können wir theoretisch auch probieren. Ich habe die eine Quest damals vorhin mit der hier verwechselt, weil ich ja einen Computer hacken wollte. In Ignaton. Also, ja. Egal. Lassen wir das. Machen wir bei Ignaton weiter, glaube ich. Man hat einfach zu viel Auswahl. Na gut. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.